Hallo Leute und willkommen zurück zu Emily's Miracle of Life. Ich denke, dass wir Kapitel 4 in dieser Folge abschließen werden und machen weiter mit Level 39. Eiscreme als veganer Trost. Das Wichtigste nach einer Trennung sind Verständnis und Süßigkeiten. Hole die Eiscreme bei François ab. Okay. Sind die Veganer jetzt hier neuerdings? Was sagt eigentlich der Laden? Der Laden sagt, wir können uns nichts leisten. Okay, macht aber nichts, denn das wäre ja hier nur noch kahl gewesen. Das muss ja nicht unbedingt sein. Mary Lynn, es tut mir so leid, was passiert ist. Warum jetzt? Mich genau jetzt zu verlassen? Es tut mir so leid, Mary Lynn. Kann ich etwas für dich tun? Es ist alles meine Schuld. Ich habe ihn zu sehr bedrängt. Er hat es aber auch zugelassen. Das war seine Entscheidung. Oh, was soll ich jetzt nur machen? Also, eins nach dem anderen. Ich denke nicht, dass du jetzt alleine sein solltest. Wie wäre es, wenn du uns heute im Spa Gesellschaft leistest? Dann hätte ich etwas Ablenkung und würde nicht nur grübeln. Ich organisiere etwas Sympathie-Eiscreme. Schau bitte, dass sie vegan ist. Achso, okay, sie ist Veganerin. Gut, dann bin ich gespannt, ob die Eiscreme sie jetzt ein bisschen aufheitern wird. Und wir müssen das Ganze 3, 4, 5, 6 Mal machen. Okay, dann pflücke ich direkt mal hier ein bisschen was ab. In der letzten Folge haben die Level ja echt immer gut funktioniert. Ich habe da die 3 Sterne bekommen, das hat mich hier sehr gefreut. So, dann schnappe ich mir einmal das hier. Ah, das dauert einen Moment. Okay, schnappe ich mir einmal das, dann nehmen wir das nochmal mit, genau. Und machen da direkt mal eine Combo beim Servieren. So, was haben wir freigeschaltet? Ergonomisches Massagegerät. Oh, ah, diese Dinger. Kennt ihr die? Die sind doch so batteriebetrieben, ne? Meine jüngere Cousine hat so ein Ding und ich finde das total witzig. So, das hier kommt dazu, das kommt dazu. Ich habe Karl irgendwo gehört, aber ich kann gerade nicht wirklich nachschauen. Dann mache ich das hier erstmal fertig. Und dann ziehen wir hier und dann halte ich hier nochmal ein bisschen. Oh, jetzt wollen die alle Handtücher. Gut, da müsst ihr euch noch einen Moment gedulden. Mache ich nämlich erst das. Und dann schnappe ich mir 1, 2, 3, 4 Handtücher für euch. So und so. Und dann werde ich auf jeden Fall hier vorne noch aufräumen. Ja, diese Massagegeräte, das sind so vibrierende Dinger mit Batterie und ich weiß nicht, so in Käferform oder so hat meine Cousine das. Also mit so einem, mit so einem Käfer aufgedruckt. Mit Marienkäfer oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die total super. Nur ein bisschen laut, sodass nicht wirklich Entspannung da ist, aber gut. So, also wir räumen hier auf. Ich schnappe mir das hier und den Kamillentee. Karl, ich habe dich schon wieder gehört und da oben hast du dich versteckt. So, für dich einmal der Pfefferminztee. Und dann räume ich hier unten mal eben auf. Da kommt François auch direkt schon wieder. Pass auf, dann nehme ich das mal eben kurz an. Dann machen wir das so und so. Eventuell kriegen wir jetzt eine Kombo hin. Das wäre schön. Das für euch und das für euch. So, dann kann ich doch hier noch ein kleines bisschen abpflücken. Dann schnappe ich mir das hier, 2 davon. Und dann kommt noch das dazu. Und habe ich alles? Ja, ich glaube, ich habe alles. So, dann bekommst du auch einmal das hier und die beiden Kerzen. Gut, gut. Kann ich da vielleicht noch eine Servierkombo machen, wenn er sich jetzt entscheidet? Das wäre super. Und natürlich möchte er das, was super weit weg ist, ne? Das war ja klar. So, ihr möchtet jetzt 4 Handtücher, die bringe ich euch natürlich. 1, 2, 3, 4. So, bitte sehr. Und dann das nochmal. Und, oh Gott, nein! Nein, ich habe die hier total vergessen. Oh, wie dumm, ne? Wie dumm kann man sein? Und jetzt ist hier gerade voll viel los. Aber ich mache noch eben das hier, dass ich hier abkassieren kann und dann machen wir das gleich da oben. So, das hier ist noch für dich. Bitte schön, kassieren. Das für dich und dann da oben nochmal aufräumen. So, einmal ziehen und noch einmal halten. So, dann kommt das Handtuch weg. Davon schnappen wir uns noch welche, damit wir wieder 6 haben. Du bekommst dann einmal diesen Kram plus Seife dazu. So, und dann könnte ich vielleicht mal wieder ein bisschen Saft machen. Und ich wollte doch immer die Maske auf Vorrat haben. Mensch, warum mache ich das denn nicht? So, mein Lieber, das ist für dich. Und dann kassiere ich mal eben, lege das da rein, gehe eben zu François. Und dann schnappen wir uns dieses Ding hier, plus noch einmal den wundervollen Limettensaft. So, ihr möchtet dann auch die Eismaske, alles klar, lege ich direkt schon mal eine rein. Ich glaube, ich kassiere auch mal eben. Dann haben wir einmal das dazu und das hier mit diesem Ding. Und das hier komplett, bitteschön. So, was kann ich jetzt noch machen? Ich kann noch ein bisschen Limettensaft produzieren. Ihr bekommt die Reiswaffel und 2 Kerzen. Und für dich ist dann das Handtuch. Dann haben wir dann gleich noch die Eismaske. Hier nochmal ziehen und da nochmal halten. Jetzt muss ich sowieso wieder nach hier oben. Na super. Das war ja ganz klug.
Ich glaube, ich räume das hier mal eben auf und warte dann noch auf Ihre Bestellung. Dann räume ich noch da oben auf, genau. Nehme das mit. Ah, die Maske. Ja, ich habe es wieder verpeilt. Ich hoffe, ich kann dann noch eben kurz zu François. Nicht, dass da jetzt irgendeiner richtig schlecht drauf ist. Oh, da werden schon die Herzen weniger. Manu. So, da nochmal. Dann haben wir zwei Handtücher plus den Ball. Der für dich, das hier für euch. So, wildes Rumklicken. Stern Nummer 2 sollten wir dann gleich auch haben. Das für dich, das für dich, das für dich. Plus das Handtuch. Oh, nur noch 3 Herzen. Manu. Das ist ja mal richtig doof. Und bei dir müssen wir noch kassieren. Okay, was möchte sie denn jetzt? Bestellt sie vielleicht jetzt schon? Wäre total gut. Nicht, dass sie da so viel verliert. Du möchtest nämlich einmal das hier und das hier. Bitte schön, dann kommt die Maske rein. Dann schnappen wir uns 2 Waffen. Dann einmal das hier und das hier dazu. Dann ist auch die Maske schon fertig. So, dann könnte ich hier noch ein bisschen Saft machen. Oder aber dir diesen Kram hier bringen. So, bitteschön, dann hoffe ich, dass sie sich jetzt auch schnell entscheidet. Das hier und einmal das Handtuch. Ja doch, ich denke aber, das bekommen wir noch hin. So, dann haben wir hier einmal den Pfefferminztee. Könnt ihr in der Zwischenzeit das hier schon noch fertig machen. Und dann nehme ich den hier mit, nehme das hier mit und dann bekommt ihr nochmal das hier. Ich hoffe, ich habe alles richtig. Sieht gerade gut aus. So, da nochmal fix aufräumen und du bekommst noch einen Kamillentee. Habe ich den gerade vergessen, das tut mir sehr leid. So, bitteschön, das ist dann für dich und dann brauche ich nur noch 4 Handtücher. Okay, so, stelle ich mich einfach schon mal hier hin oder dahin. Ich weiß gar nicht, wer jetzt zuerst fertig ist. So, ihr seid fertig und dann seid ihr fertig. Juhu, mal wieder geschafft, das freut mich. Und mal wieder gar nicht so knapp, das ist auch immer schön. Hier, bitte, Herr Schneemann. Grauer Opi, grauer Opi. Das muss Robin sein. Du hast ihn Robin genannt? Ist es ganz sicher? Er ist wieder da. Warum hat er denn jetzt so traurig geschaut? Ich weiß es gar nicht. Aber ja, das Rotkehlchen heißt Robin. Heißt nicht auch Robin Rotkehlchen? Ich meine schon. Emily ist aufgrund der Schwangerschaft schwindelig. Sie hat Probleme, das Tablett gerade zu halten. Oh, oh, das kann ja lustig werden. Also, ich würde sagen, in den Laden müssen wir nicht schauen. Denn Karl werde ich jetzt vermutlich sowieso nicht mehr kaufen in diesem Kapitel. So, was stand da? Produkte werden vom Tablett fallen. Ja, okay. Ich hoffe, das passiert mir nicht allzu häufig. So, davon haben wir 6. Dann werde ich hier erstmal ein wenig aufstocken. Und François, du kannst schon mal da vorne hingehen. So, dann nehmen wir das mit und die beiden Kerzen nochmal mit. Und dann die Eismaske und eventuell das hier noch. Oh nein. Ah, okay. Alles klar. Gut. Passt auf. Dann nehmen wir die Maske mit und die beiden. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier so funktioniert hat. Emily, lauf schnell. Wir haben die beiden Kerzen noch nicht. Jetzt dahin, François. Ach, da warst du schon, ne? Aber ist egal. So, das hier kommt eben mit. Dann haben wir 2 Handtücher. Können wir das irgendwie sehen, wann das Ganze passiert? Oder ist das irgendwie so zufallsgeneriert? Gut, dass ich nichts auf dem Tablett hatte. So, pflücken wir die nochmal ab. Dann haben wir da nämlich wieder 6. Können dann hier nochmal schnell aufräumen. So, 2 Handtücher für euch. Du bekommst dann den Ball. Und dann sind nochmal 2 Handtücher für euch da oben. So, sehr schön. Dann räumen wir hier ganz fix auf. Und dann kassieren wir hier schon mal. So, da müssen doch jetzt noch welche hinterstehen, oder? Genau, dann kassieren wir nämlich da auch nochmal. Und gehen dann hier oben hin zum Aufräumen. So, du bekommst das Massagegerät und dieses Ding, bitte sehr. Ich hoffe, sie wartet da jetzt noch ein bisschen. Das wäre ganz schön, beziehungsweise er wartet. Er muss ja warten. So, so, so. Dann kassieren wir. François, du gehst oben hin. So, davon haben wir 6. Limettensaft haben wir auch 6. Das ist schön. So, François, du gehst danach hier hin. Dann machen wir einmal den Pfefferminztee. Dann hole ich, glaube ich, das schon mal, denn es dauert ja einen Moment. Aber ich denke, eine Servierkombo möchte ich lieber nicht machen. Oder kriegen wir das hin? Ich beeile mich, ich beeile mich. Sehr schön, hat noch funktioniert. François, dahin. So, dann brauchen wir einmal dieses Ding hier. Dann brauchen wir einmal das. Ich hoffe, das passt jetzt noch. Dann einmal das dazu und einmal das dazu. Bitte kein Erdbeben. Ja, super, hat funktioniert. So, Kamillentee machen wir fertig. Dann bekommst du einmal das hier. So, Kamillentee ist fertig. Dann schnappe ich mir noch ganz schnell das. Ich hoffe, es klappt. Bitte, bitte kein Erdbeben. Bitte, bitte nicht.
So, schnell abkassieren. 1, 2, 3, 4. Dann hoffe ich, dass ich die jetzt schleunigst umbringen kann. Dann haben wir noch einmal das hier plus das Handtuch für dich. Bitteschön. Und dann gehen wir da oben aufräumen. Du bekommst dann... Nein, du bekommst dann das Handtuch. Ja, genau, das Handtuch einmal ziehen. Und dann noch ein bisschen halten. Und dann muss ich gleich noch abkassieren. Aber dann warte ich eben noch kurz auf sie. Das hier kommt weg. Da räume ich auf. Und dann kassieren wir. So, dann machen wir einfach noch zweimal Limettensaft. So, die Herrschaften, was möchtet ihr? Ihr möchtet einmal das hier, das was so weit weg ist, ne? Na, super. Und wie sieht es... Oh nein, wie sieht es mit dem anderen aus? Passt das noch? Dann würde ich sagen, nehmen wir nämlich das noch mit. Dann machen wir jetzt noch die Kerzen fertig. So und so. Sehr schön, schnell kassieren. Die hier kommen weg. So, du bekommst das Massagegerät und die beiden, das kriegen wir hin. Super, François geht hier hin. Und wir haben Gewürzkerzen freigeschaltet. Okay. So, was möchtet ihr? Einmal die Brille, die ich doch immer auf Vorrat haben wollte. Dann schnappe ich mir das, dann schnappe ich mir das. Das hier und die Brille kommt auch mit. Also, bitteschön, François, die ist hier hin. Da wird noch ein bisschen abgepflückt. Ihr bekommt dann einmal dieses Zeug und die beiden Kerzen. So, von allem haben wir 6. Das ist wunderbar. Das freut mich. So, du bekommst dann einmal das hier. Oh, ich habe die Befürchtung, dass das nicht hinhaut. Würde ich jetzt so behaupten. Das klappt doch bestimmt nicht, oder? Ich wusste es. Ich wusste, dass das nicht funktioniert, aber gut, so können wir da wenigstens noch eine Kombo machen. Da fehlen noch die beiden Kerzen. So, schön, dann schnappe ich mir direkt das nächste, das hier und das hier. Jetzt muss ich hier ein bisschen Gas geben. Also, zwei Handtücher für dich ist das Handtuch, bitteschön. Dann gehe ich fix da oben hin. Ja, ich halte doch, was ist da los? Ich habe doch gehalten. So, Emily, schnell aufräumen. Dann kannst du hier aufräumen, das hier und dahin. Oh, einmal ziehen, jetzt aber richtig halten. Jawohl. So, Stern Nummer 2 haben wir auch schon. Ach, super. Dann kannst du da nochmal schnell aufräumen. Und François schicke ich hier hin. Du kommst... Nein, ich wollte François dahin schicken. François, dahin bitte, mein Lieber. Nein, François, dahin. Oh Mann. So, dann haben wir einmal den Pfefferminztee. Dann haben wir zweimal Kerzen. Und dann gleich den Tee da oben noch. Okay. So, ich hoffe, ich habe alles richtig. Dann bekommst du nämlich das und das. Und einmal den Pfefferminztee dazu. Dann noch ein Handtuch und das andere Zeug. Das hole ich aber gleich. Also, so, das ist für dich. Und zwar schicke ich hier hin. Dann bekommst du einmal das hier und das Handtuch dazu. Bitte sehr. Oh nein, wie gemein. Das Ganze nochmal. Komm, wir nehmen davon. Oh, dumm. Das war jetzt dumm, was ich gemacht habe. Jetzt bin ich hier so 100-mal rumgelaufen. Total blöd. Aber gut, wir schaffen es ja sowieso. Von daher bringe ich euch jetzt erstmal das hier. Dann räume ich da auf. Relativ entspannt. Und wir haben es jetzt auch geschafft. Was fehlt denn noch? Für dich fehlt noch das hier. Und was fehlt noch für euch? Die beiden roten Kerzen und einmal dieses Zeug hier. Bitteschön. Dann kann ich mir doch direkt schon die 4 Handtücher schnappen. Und dann werdet ihr zwei doch gleich fertig sein. Oder etwa nicht. Oder braucht ihr dann noch ein Stündchen? So, jetzt aber. Und für euch zwei auch noch die Handtücher. Hallo, seid ihr mal fertig? Wir haben schon lange geschlossen. So, jetzt aber. Juhu, auch geschafft. Supi. Richtig gut. Und jetzt kommt das letzte Level. So, Level 40. Ein neuer Weg. Jetzt, wo sie die Vergangenheit hinter sich gelassen hat, kann Mary Lynn sich voll und ganz auf die Schwangerschaft konzentrieren. So, jo, die Gewürzkerzen, die nutzen wir. Hast du was von Mary Lynn gehört? Geht es dir gut? Mir geht es gut. Oder zumindest wird es das. Wenn ich das alleine durchstehen muss, dann spielt so das Leben nun einmal. Wie auch immer, dieses Kind zu bekommen, ist ein wahres Geschenk des Himmels. Du wirst nicht allein sein. Du hast doch uns. Und ich werde wieder hier arbeiten. Ich kann mich hier offensichtlich nicht auf Andy verlassen. Jedenfalls nicht im Moment. Ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen. Das macht dir doch nichts aus, oder? Ganz und gar nicht. Dann kann die liebe Emily sich endlich wieder um ihre Familie, um ihren Blog und um alles andere kümmern. Ach, wie schön. So, da mache ich noch ein bisschen Saft und dann pflücke ich das hier noch ab. Aber der gute François ist uns natürlich erstmal noch geblieben. Das ist schön. So, Maske wollte ich auch immer Vorrat haben. Das hier noch und das dazu. So, Maske nehmen wir mit und hauen direkt die nächste wieder ins Eisfach. François, du kannst direkt mal zu den beiden netten
Damen und Herren hier gehen. So, dann haben wir das. Plus die Reiswaffeln dazu. So, davon haben wir wieder 6. Ihr bekommt dann einmal die Gewürzkerzen plus das hier dazu. Oh, Karl, ich habe dich gesehen. Hinter der Treppe versteckt er sich. Ist ja unfassbar. So, du bekommst dann einmal den Ball. Oh, was war das denn jetzt für ein Geräusch? Macht ihr das immer? Ist mir noch nie aufgefallen, aber gut. So, dann kann ich hier schon mal abkassieren. Kommt er da jetzt noch dazu, beziehungsweise sie? Nee, leider nicht. Der kommt weg, der ist dann für dich. Zwei andere Handtücher schnappe ich mir schon mal. Die sind dann nämlich für euch da oben. Da räume ich da noch auf und dann machen wir hier eine schöne Dreier-Kombo. Sehr schön. Maske haben wir auf Vorrat, davon haben wir 6. Limettensaft haben wir jetzt auch wieder 6. So, und François, du kannst die netten Herren... Oh Gott, nein. Du kannst die netten Herren da oben bespaßen, wollte ich sagen. Ich wollte da gar nicht selbst hinlaufen. So, was möchtet ihr? Ihr möchtet einmal das hier, das Handtuch und den Tee hier oben. So, das bedeutet, ich mache direkt nochmal einen Limettensaft fertig. Und dann bekommst du die Maske und einmal das hier. Ich hau direkt die nächste Maske rein. Und dann mache ich das hier nämlich noch fertig. So und so. So, bitteschön, François geht hier hin und wir kassieren. Und dann kann er als nächstes, wo ist mein Mauszeiger, da ist er, als nächstes direkt darüber gehen. So, 1, 2, das können wir dann noch mitnehmen, das können wir auch noch mitnehmen. So, ihr seid da unten jetzt noch beschäftigt. Okay, was kann ich machen? Ach ja, die Maske schon mal hier reinlegen. Okay, so, Herr Sarazza, entscheiden Sie sich bitte. Einmal das hier, plus Limettensaft, schön. Dann ist für dich einmal das Handtuch und ich habe, glaube ich, einen Limettensaft zu viel jetzt mitgenommen. Aber sie da vorne möchte ja jetzt noch einen. Dann machen wir das so und schnappen uns dann nochmal die 4 Handtücher, so und so. François geht hier hin, ich räume auf und dann kann ich hier abkassieren. So, was haben wir denn? Einmal das hier, dann haben wir den Limettensaft, dann haben wir diesen Kram plus das noch dazu. So, und dann bekommst du noch den Ball. Oh, sie macht das echt immer, ne? Dieses Geräusch ist mir vorher wirklich nicht aufgefallen. So, also nochmal ein bisschen Limettensaft nachproduzieren. Stern Nummer 1 haben wir dann auch gleich, Gott sei Dank. So, Madame, entscheide dich für Kamillentee und Limettensaft. Die da oben sind jetzt auch schon fertig. Okay, ich werde es aber erstmal so machen. Dann kassieren, dann schnappe ich mir diesen Kram. Und das bekommst du dann. Und dann räume ich da oben auf. So, davon könnten wir noch eine Blüte gebrauchen. Und noch einmal Limettensaft. François, du darfst wieder ein bisschen Musik machen. Oh, davon habe ich mir jetzt wieder 2 genommen, wollte ich gar nicht. So, 1, 2 davon. Und dann haben wir das hier dazu für euch. Schön, das kommt dann erstmal weg. So, was habe ich hier? Einmal das und die Gesichtsmaske, die ich natürlich wieder komplett vergessen habe. So, François geht hier hin. Er möchte dann auch noch eine Ojimini. Dann mache ich das schon mal fertig. Und hau da direkt die nächste rein. Warte ich noch eben kurz, bis sie fertig ist. Oh, sie hat echt wenig Geduld, ne? Die Dame. So, die kommt rein, dann schnappen wir uns einen davon, dann das hier und 2 davon. Wäre schön. Und für euch sind dann die Handtücher. Da kommt der Ball hin, da kommen die Handtücher hin. Oh. So, dann haben wir einmal das hier und 1, 2 Kerzen. So, das für dich und dann hier vorne aufräumen. So, sehr schön. Dann kann ich hier direkt aufräumen. Und ich glaube, ich kann auch noch mal eben kurz nach oben gehen. Ach, ich liebe das, wenn die Taler hier so durchrasseln und man so schön viele Kombos gemacht hat. Das ist immer ganz toll. Diesmal könnte es aber wieder ein bisschen knapper werden als bei den letzten Leveln. Würde ich jetzt so behaupten. Wobei, wenn ich gerade sehe, wie viele da jetzt noch kommen. Dann vielleicht doch nicht. Müssen wir mal schauen. Also einmal das dazu. Und das Massagegerät. Dann machen wir das für dich nochmal eben fertig. So und so. Bitteschön. Dann haben wir einmal den Pfefferminztee plus das hier. Und zwar, du kannst von mir aus mal da oben hingehen. So, Pfefferminztee ist fertig. Und ihr bekommt einmal die Brille und den Limettensaft. So, dann schnappe ich mir das hier zweimal. Dann mache ich die Brille fertig und 2 davon. Und du bekommst dann schon mal die Seife. Bitteschön. Dann kann ich auch hier eigentlich schon direkt abkassieren. Und dann sind es gleich nur noch die 4 Handtücher. So, kann ich mich eigentlich schon mal da oben hinstellen, entweder für die Handtücher oder aber um aufzuräumen. Jo, dann kassieren wir erstmal hier. Und dann komme ich schon mal da oben hin.
So, Schluss jetzt hier. Wir haben geschlossen. So, das war's für dieses Kapitel. Ich freue mich schon total aufs nächste. Es tut mir so leid, Marilyn. Andy. Es ist nur, ich habe Panik bekommen, verstehst du? Eben noch waren es nur wir zwei, ganz locker und entspannt. Und dann auf einmal die ganze Babysache. Es ist alles so schnell passiert. Wir reden schon seit Jahren davon, Andy. Ich weiß, es ist nur, ich will ja für dich da sein, aber vielleicht nicht immer die ganze Zeit, aber... Nein. Ich werde es dir nicht verbieten, dein Kind zu sehen. Aber wenn du mit mir zusammen sein willst, wenn du eine Familie sein willst, dann entscheidest du dich entweder dafür oder dagegen. Und dieses Mal für immer. Aber es läuft doch nicht schlecht zwischen uns. Das war so, aber Andy, jetzt brauche ich jemand, auf den ich mich verlassen kann. Na gut. Das war sicher nicht einfach. Das stimmt, aber ehrlich gesagt fühle ich mich großartig. Ich war so lange mit meinen eigenen Problemen beschäftigt, dass ich gar nicht bemerkt habe, dass du schon den ganzen Tag auf den Beinen bist. Wie geht es dir? Viel besser, jetzt, wo die ganze Sache mit dem Namen geregelt ist und das Babyzimmer fast fertig ist. Mein Großvater ist zu Besuch aus Italien und mein Videoblog läuft richtig gut. Und da du jetzt wieder im Spa bist, laufen die Dinge endlich wieder wie gewohnt. Ich kann mich jetzt endlich zurücklegen, entspannen und... Emily, alles in Ordnung? Ruf Patrick an. Ich muss dringend ins Krankenhaus. Das Baby kommt. Oha. Ist es echt schon so weit? Ja, wahrscheinlich wird sie noch eine Zeit lang im Krankenhaus liegen, ne? Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es endlich losgeht. Und ja, bis dahin. Tschüss!